ich bin hier Gärtner, ne? Ich bin aus Mecklenburg gekommen, ich bin Spezialist in Baumbeschneidung, ne? Und ich habe gedacht, weil ihr habt ja so viele verschiedene Bäume hier, ich wollte mich mal beim Grünflächenamt bewerben, ne? Weil normalerweise habe ich Spezialität, das sind die Windflüchter, ne? Die mache ich alle wieder gerade bei uns im Norden, ne? Ne, die schneide ich dann gerade, und aber eure Bäume wachsen schon so ganz gut gerade oder so. Ich muss mal sehen, ne? Lebensart, der Name ist Programm. Und wo passt diese Ausstellung besser hin als in die wunderschöne Zweiburgenstadt? Über 120 Aussteller präsentieren hier Erlesenes für Haus und Garten. Mode, Wolle, gefilzt. Wir machen alles selbst bei uns in Rodenburg auf der Taube. Schmuck vor allem. Schmuck, Kunsthandwerk, von Künstlerhand gemachte Stücke, Unikate. Zeigen wir unsere Pelze, Reparatur, Änderung, Beratung, die Leute. Wir freuen uns natürlich über die zahlreiche Besucherschar, die sich hier zur Eröffnung eingestellt hat. Und ein Dank natürlich im Vorwege, Herr Bernhard, Sie haben es zweimal erwähnt, für das gute Wetter, nicht nur in diesen, sondern auch in den beiden zurückliegenden Jahren. Da hat die Stadt nicht nur beim Wetter ganze Arbeit geleistet. Frau Stettin, herzlichen Glückwunsch, tolles Wetter, tolle Ausstellung. Wie viele Aussteller sind dieses Jahr da? Wir haben so circa 120 Aussteller, eher 122. Und wir sind auch sehr glücklich, dass wir wieder eine ganz neue Mischung an Ausstellern haben. Wir haben viele, die immer dabei sind, aber auch wieder neue, dass wir unseren Besuchern immer wieder was Neues bieten können. Aber wir haben sehr viel Outdoor-Geschichten, sehr viel Lounge-Möbel, wir haben Wellness-Oasen, wir haben natürlich wie jedes Jahr Schmuck vom Allerfeinsten, wir haben Goldschmieden da, wir haben Designermode da, wir haben Accessoires für Haus und Garten. Also im Grunde genommen für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack alles zu bieten. Das muss man genießen. Ich finde es auch toll, dass das mehr oder weniger zusammengebunden ist. Ich bleibe noch hier und schaue mir alles an. Kann es nicht so gut leiden, wenn man immer gleich wegspringt. Also insofern werde ich noch mit vielen auch einzelne Gespräche haben. Das Design macht der Herr Wiese, der konnte heute leider nicht kommen, der ist im Urlaub. Der wird aber im nächsten Jahr auch hier mit entscheiden, und somit bin ich hier alleine und werde ihn hoffentlich gut vertreten. Was erwarten Sie von der Messe? Ja, was erwarte ich von der Messe? Einen guten Umsatz natürlich, wie alle anderen meiner Kollegen wahrscheinlich auch, dass wir ein bisschen Umsatz machen und dass sich das so festigt, dass wir hier im nächsten Jahr wieder hier erscheinen können. Also wir haben Kunsthandwerk von bis. Also unser Schwerpunkt ist Keramik mit Silberrand oder eben auf jeden Fall handgetöpfert und auch handbemalt. Ja, sind Sie das erste Mal auf der Lebensart? Nein, auf der Lebensart, da machen wir viele Veranstaltungen mit. Aber hier in Weinheim sind wir zum zweiten Mal. Also vor 2 Jahren waren wir auch hier. Und es hat uns so gut gefallen. Am selben Platz mit Blick auf die Burg. Wunderschön. Fasssauna ist einfach eine kleine Familiensauna, in die 6 Personen hineinpassen. Sie ist schnell aufgeheizt, braucht wenig Energie, um die Saunagänge durchzuführen, und ist ein Schmuckstück für den Garten. Crazy Chair ist eigentlich die Idee, dass wir Hängesessel und Hängematten machen für den Allwettereinsatz, sprich, also sie können ganzjährig draußen hängen bleiben. Und speziell die Hängesesseln auch für eine hervorragende Sitzergonomie. Das heißt, Leute, die Rückenprobleme haben und Bandscheibenprobleme haben, können in diesen Hängesesseln richtig Gutes für ihren Rücken tun.
dritten Mal gastierte Lebensart in Weinheim und auch diesmal stimmte die Mischung. Das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite, die Besucher strömten und sie ließen sich inspirieren.